Es ist die am besten dokumentierte UFO-Begegnung der Geschichte. Der Randlesham Forest Zwischenfall von 1980. Damals begegneten hochrangige Militärangehörige einem unerklärlichen Objekt im Wald und dokumentierten alles. Das ist ihre Geschichte. Hey meine neugierigen Freunde, ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen, also lasst uns direkt eintauchen in diese unglaubliche Geschichte. In den frühen Morgenstunden des 26. Dezember 1980 gab es bei den Zwillingsbasen der US Air Force, Bentwaters und Woodbridge kaum äußere Anzeichen von Aktivität. Die Stützpunkte liegen einige hundert Meter voneinander entfernt. Dazwischen liegt der Randlesham Forest. Bentwaters und Woodbridge liegen in der verschlafenen Grafschaft Suffolk an der kalten, exponierten Küste Ostenglands. Für die meisten jungen Männer und Frauen, die dort stationiert waren, war es die erste Erfahrung mit einem fremden Land. Um sie nicht ganz so arg ins kalte Wasser zu werfen, besaßen die beiden Basen einen Komfort, wie man ihn fast von zu Hause gewöhnt war. Es gab eine Bar, einen Burgerladen und andere Geschäfte. Im Prinzip waren sie wie kleine Städte, eingebettet mitten in der englischen Landschaft. Die seltsamen Ereignisse begannen, als der First Class Airman namens John Burroughs mysteriöse Lichter im Randlesham-Wald entdeckte. Burroughs war gerade durch die Woodbridge-Basis patrouilliert und befand sich in der Nähe des Osttors, das manchmal auch als das Hintertor bezeichnet wurde. Die Lichter befanden sich von dort aus exakt im Osten und waren rot und blau. Das rote Licht lag über dem blauen Licht und sie gingen immer wieder an und aus. Burroughs benachrichtigte sofort seinen Vorgesetzten Sergeant Bud Steffens. Die beiden sahen erstaunt zu den Lichtern. Und obwohl Burroughs schon 17 Monate dort stationiert war und sich beide sehr gut in der Gegend auskannten, hatten beide so etwas noch nie zuvor gesehen. Ihr erster Gedanke war, dass ein Flugzeug im Wald abgestürzt sein könnte. Allerdings kein A-10 Militärflugzeug, denn in der betreffenden Nacht gab es keine militärischen Flugaktivitäten, sondern möglicherweise ein ziviles Leichtflugzeug. Ihr innerster Instinkt sagte ihnen natürlich, dass sie Nachforschungen anstellen und Hilfe leisten sollten, sofern es nötig war. Außerdem stellten sie sich natürlich die Frage nach der Sicherheit. Wenn so nahe an den Zwillingsbasen irgendwelche unerklärlichen Aktivitäten stattfinden, dann könnte das auch eine echte Bedrohung sein. Also öffnete Burroughs das Zahlenschloss am Osttor und fuhr zusammen mit Steffens in Richtung des Waldes. Sie fuhren zuerst ein paar hundert Meter hinunter zu einer kleinen öffentlichen Straße. Dort bogen sie dann nach rechts ab und fuhren noch 10 bis 20 Meter weiter, bevor sie eine Linkskurve erreichten, an der ein kleiner Weg in den Wald führte. Mittlerweile war zusätzlich zu den roten und blauen Lichtern noch ein weißes Licht aufgetaucht. Dieses weiße Licht war besonders seltsam. Es schien ihnen über den schmalen Weg irgendwie näher zu kommen. Die Farbe, Art und Bewegung der Lichter verhielten sich nicht wie ein Flugzeug oder ein Fahrzeug, das ihnen irgendwie bekannt war. Trotz des Drangs weiterzumachen, wurde ihnen klar, dass sie diesen Vorfall melden mussten. Also fuhren sie zurück zum Osttor, wo sie einen kurzen Bericht einreichten. Und zwar über das Festnetz in der Wachhütte, denn ihre Taschenfunkgeräte waren bekanntermaßen unsicher und anfällig dafür, dass jemand Unerwünschtes mithört. Burroughs sprach schließlich mit dem diensthabenden Sergeant der Law Enforcement, Sergeant McCabe, der von allen auch Crash genannt wurde, und er erklärte ihm, was vor sich ging. Crash war sich nicht sicher, was er davon halten sollte, und dachte anfangs sogar kurz, ob ihm nicht irgendein Streich gespielt wurde. Er bat um ein Gespräch mit Steffens, der bestätigte, dass das, was Burroughs gesagt hatte, wahr war und dass auch er die seltsamen Lichter gesehen hatte. Crash vermutete ebenfalls, dass ein Flugzeugabsturz stattgefunden haben könnte und rief die zentrale Sicherheitskontrolle an, um das Problem an Sergeant John Coffey weiterzuleiten. Coffey wiederum rief den diensthabenden Flugchef der Royal Air Force Woodbridge an, Sergeant James Penniston, den alle Jim nannten. Penniston wurde nicht genau über die Situation informiert, ihm wurde jedoch gesagt, er solle mit seinem Fahrer, dem First Class Airman Edward Cabensack, mit Blaulicht zum Osttor fahren, um sich dort mit Burroughs und Steffens zu treffen. Das war höchst ungewöhnlich und Penniston war etwas nervös und auch verärgert, dass er nicht darüber informiert wurde, was ihn genau erwartet, sondern einfach nur aufgefordert wurde, sich mit Burroughs und Penniston am Osttor zu treffen, wo man ihm dann die Situation erklären würde.
Diese Abweichung vom Standardverfahren war einer der ersten Hinweise darauf, dass das Ganze eine höchst ungewöhnliche und heikle Situation war. Es könnte deshalb auch sein, dass zumindest einige Personen in der Befehlskette bereits mehr wussten, als sie sagten, oder angewiesen wurden, keine Einzelheiten über die Kommunikationssysteme zu nennen. Warum sonst hat man Penniston nicht einfach so etwas gesagt wie, dass eine Patrouille einen möglichen Flugzeugabsturz im Wald untersucht? Coffey hätte das Ganze sogar noch unspezifischer ausdrücken können. Zum Beispiel hätte er einen Ausdruck wie etwa ein mögliches Sicherheitsproblem oder auch den weltweit so beliebten Ausdruck der Polizei ein Zwischenfall verwenden können. Denn es war dem Militärpersonal der US Air Force in vielen Fällen durchaus gestattet, außerhalb der Basis zu operieren. Man sagt im Militärjargon dazu Operating Outside the Wire. Jim Penniston erinnert sich, dass es zu diesem Zeitpunkt etwa kurz nach Mitternacht war. Burroughs und Stephens warteten immer noch am Osttor, als Penniston und sein Fahrer Edward Cabinsack bei ihnen eintrafen. Sie informierten nun endlich Penniston genauer über die Situation, wenn auch etwas hastig, und letztlich war auch er, der ein erfahrener Flugchef war, der Meinung, dass dies ein Flugzeugabsturz gewesen sein musste. Aber es war mitten in der Nacht, es war Weihnachten und es gab sicherlich keine Aktivitäten von Militärflugzeugen. Der Absturz eines zivilen Flugzeugs wurde dagegen nach wie vor in Betracht gezogen. Und das, obwohl niemand eine Explosion oder irgendwelche anderen Geräusche gehört hatte. Plötzlich machte Stephens eine kuriose Bemerkung, wodurch er alle Blicke auf sich zog. Er sagte, es ist nicht abgestürzt, es ist gelandet. Trotz dieser beunruhigenden Einschätzung hielt Penniston die Flugzeugabsturztheorie immer noch für die wahrscheinlichste. Und deshalb funkte er die zentrale Sicherheitskontrolle an und bat darum, mit dem Gesamtflugchef für beide Stützpunkte, Master Sergeant J.D. Chandler, zu sprechen. Wenn euch diese ganze A ruft B an, der dann C fragt Prozedur etwas umständlich vorkommt, insbesondere in einer Situation, in der die Beteiligten möglicherweise mit einem Flugzeugabsturz zu tun haben, dann seien euch folgende drei wichtige Punkte gesagt. Erstens, von außen betrachtet erscheint es so, dass hier wertvolle Zeit verschwendet wurde. Doch das Militär ist leider eine notorisch hierarchische Organisation, in der sich jeder sehr rangorientiert verhält. In einer solchen Organisation ist es viel wichtiger als in den meisten zivilen Organisationen, eine nicht routinemäßige Aktion mit dem jeweiligen Vorgesetzten zu klären oder ihn oder sie zumindest zu informieren. Das nennt man Getting Your Top Cover. Weiterhin neigen solche Organisationen dazu, in vielerlei Hinsicht sehr prozessorientiert zu sein. Die Initiative bei etwas zu ergreifen ist zwar gern gesehen, aber viele Aufgaben müssen nach einem festgelegten Schema erledigt werden, das vorher auswendig gelernt und dann ständig durch Übung verinnerlicht wird, bis es schließlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber nun weiter mit der Geschichte. Unter Annahme der Flugzeugabsturztheorie überprüfte Chandler schließlich die Position in Bezug auf Flugzeugaktivitäten mit dem Kontrollturm in Bentwaters. Jemand im Kontrollturm überprüfte das Radar und rief auch die Royal Air Force in Bordsey und Watton und den Flughafen Heathrow in London an. Die wichtigste Information, die er erhielt, war, dass ein sogenannter Boogie aufgetaucht war. So wurde von der US Air Force ein Objekt bezeichnet, das unbekannt ist und entweder auf dem Radar aufgetaucht oder mit bloßem Auge gesehen werden konnte. Das Objekt sei etwa 15 Minuten zuvor verfolgt worden, aber leider verloren sie es aus den Augen, da das Radarsignal direkt über der Woodbridge-Basis plötzlich vom Radarbildschirm verschwand. Chandler kontaktierte den Schichtleiter und gab Penniston das Okay, die Ermittlungen fortzusetzen. Penniston bat um Unterstützung, vielleicht weil er das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmt. Daraufhin beschloss Chandler, selbst als Unterstützung zu den anderen zu stoßen. Nachdem ihnen die etwas beunruhigende Nachricht über das Objekt, das plötzlich auf dem Radar verschwand, übermittelt wurde, fuhren Penniston, Burroughs und Cabinsack in den Wald, um die Untersuchung fortzusetzen, die Burroughs und Stephens kurz zuvor begonnen hatten. Stephens dagegen ging nicht mit in den Wald. Man weiß heute nicht genau, warum er das tat, doch die Vermutung ist, dass er sich an die Regel gehalten hat, dass die Waffen bei einer Person bleiben müssen, wenn Militärpersonal die Basis verlässt. Allerdings darf man in bestimmten Fällen die Waffen auch außerhalb der Basis mitnehmen, vor allem dann, wenn man eine ernste Bedrohung der Sicherheit vermutet.
Es gibt jedoch die Überlieferung, dass diejenigen, die in den Wald gegangen sind, ihre Waffen gar nicht zurückgelassen haben. Es hätte also für Stephens keinen Grund gegeben, zurückzubleiben. Womöglich hat er einfach die Stellung für den Funkkontakt gehalten. Dazu aber später mehr. Peniston, Burroughs und Cabinsack nahmen also denselben Weg wie zuvor. Sie fuhren die paar hundert Meter vom Osttor zu der kleinen Straße, die durch den Wald führte. Sie bogen nach rechts ab, fuhren ein paar Meter weiter und bogen dann nach links auf einen schmalen Pfad ab, der tiefer in den Wald führte. Dieser Pfad war keine richtige Straße. Es war sehr eng und holprig. Schließlich konnten sie trotz ihres robusten Militärjeeps nicht mehr weiter mit dem Auto fahren. Also mussten die Männer nach nicht mehr als 50 Metern das Auto abstellen und zu Fuß weitergehen. Als sie mit Zitat extremer Vorsicht, wie Cabinsack es beschrieb, in den Wald vordrangen, konnten alle drei Männer die seltsamen Lichter sehen. Cabinsack beschrieb sie als blau, rot, weiß und gelb. Obwohl die Männer die Situation noch nicht offiziell als Sicherheitsproblem eingestuft hatten, wurde das Ganze ab diesem Zeitpunkt eindeutig als potenzielle Sicherheitsbedrohung behandelt. Die einzige Theorie, die bisher in Erwägung gezogen wurde, war, dass es sich um einen möglichen Absturz eines Kleinflugzeugs handeln könnte. Doch die Fakten passten mittlerweile einfach nicht mehr zu dieser Theorie. Zu diesem Zeitpunkt glaubte keiner der Beteiligten mehr, dass das alles irgendetwas mit einem Flugzeugabsturz zu tun hatte. Der offensichtliche Beweis dafür war, dass niemand einen Krankenwagen oder die Feuerwehr gerufen hatte. Ein weiterer Hinweis war Cabinsacks Eingeständnis, dass sie mit, Zitat, äußerster Vorsicht vorgingen, was eine Patrouille, die sich auf einer dringenden Such- und Rettungsmission befand, wohl kaum machen würde. Zu diesem Zeitpunkt war das angeforderte Backup eingetroffen. Dieses bestand aus Master Sergeant Chandler, mit dem Peniston eben zuvor gesprochen hatte. Es ist heute nicht mehr ganz klar, wann Chandler genau angekommen ist. Chandler selbst sagt, als er ankam, hatten Peniston, Burroughs und Cabinsack, Zitat, das bewaldete Gebiet direkt hinter der Lichtung an der Zufahrtsstraße betreten. Während Cabinsack sagte, dass Chandler bereits, Zitat, vor Ort gewesen war. Solche kleinen Ungereimtheiten mögen unwichtig erscheinen, doch sie bewerten auch irgendwo das große Ganze, was in dieser Nacht passiert ist. Denn von den vier Männern, die in dieser Nacht im Wald waren, kamen alle mit unterschiedlichen Erinnerungen an das, was als nächstes geschah, zurück. Das ganze Drama begann damit, dass die Funkgeräte aller vier Männer plötzlich nicht mehr richtig funktionierten. Genauer gesagt begann plötzlich irgendetwas die Kommunikation zu stören, denn die Wahrscheinlichkeit, dass alle vier Funkgeräte separat gleichzeitig ausfallen würden, ist sehr gering. Die Störung bewirkte, dass die Männer nur noch über eine kurze Distanz funken konnten. Um damit fertig zu werden, entschieden sich die vier Männer für eine Low-Tech-Lösung und richteten ein Funkrelais ein. Mit anderen Worten, Chandler blieb bei den geparkten Fahrzeugen und konnte von dort aus Funknachrichten zwischen den Männern, die tiefer in den Wald gingen, und seinen Kollegen auf der Basis in der zentralen Sicherheitskontrolle weiterleiten. Cabinsack ging schließlich weiter, doch als er und Chandler sich kaum noch hören konnten, blieb auch er stehen und ließ nur noch John Burroughs und Jim Peniston zurück, die nun die einzigen zwei waren, die noch tiefer in den Wald vordrangen, um zu versuchen, die Quelle der Lichter zu finden. Burroughs und Peniston stellten bald fest, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte. Die Luft war vollkommen elektrostatisch aufgeladen, sodass die Haare auf ihren Armen und auf ihrem Nacken zu Berge standen. Es war auch schwierig, richtig zu gehen. Sie beschrieben die Erfahrung als vergleichbar mit dem Waten durch tiefes Wasser. In dieser ganzen Zeit waren weiterhin die Lichter vor ihnen zu sehen. Sie wurden heller, klarer und definierter, je tiefer sie in den Wald gelangten und je näher sie dem Etwas kamen, was da draußen auf sie wartete. Irgendwann erblickten sie vor ihnen eine kleine Lichtung, die hell erleuchtet war. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Als sie sich noch weiter näherten, gab es plötzlich eine unerklärliche, lautlose Lichtexplosion. Die beiden warfen sich instinktiv auf den Boden, weil sie befürchteten, von möglichen Trümmerteilen des hellen Lichtblitzes getroffen zu werden. Peniston, der anscheinend keine offensichtliche Gefahr von diesem immensen Lichtblitz ausgehen sah, stand anschließend wieder auf. Und was er dann sah, das hatte eindeutig nichts mit einem Flugzeugabsturz zu tun. Peniston blickte nach rechts und sah Burroughs in einen riesigen Lichtstrahl gehüllt, der von oben zu kommen schien.
Das Licht umgab Burroughs komplett. Dann sah Penniston, dass sich das Etwas auf der Lichtung, das zunächst wie eine Lichtkugel ausgesehen hatte, aufgelöst hatte und nun wie eine Art Schiff aussah. Verblüfft nahm Penniston eine Bestandsaufnahme der Situation vor. Auf der Lichtung war ein kleines metallisches Fluggerät. Es war ungefähr 3 Meter hoch und etwa 3 Meter breit. Das Fluggerät hatte eine dreieckige Form und schien entweder knapp über dem Boden zu schweben oder möglicherweise auf Beinen an jeder Ecke des Objekts zu ruhen, als ob es auf einem Stativ stünde, wie eine Mondlandefähre, nur auf 3 anstatt 4 Beinen. Es besaß eine Reihe blauer Lichter an der Seite und ein helles weißes Licht oben. Es gab überhaupt keinen Ton von sich. Als Penniston sich dem Objekt näherte, sah er seltsame Symbole seitlich auf dessen Oberfläche. Sie waren anders als alles, was er je zuvor gesehen hatte. Am ehesten haben sie ihn an so etwas wie altägyptische Hieroglyphen erinnert. Penniston hatte die Geistesgegenwart, das Fluggerät und auch die Symbole direkt vor Ort in sein Polizeinotizbuch zu skizzieren. Schließlich fasste Penniston all seinen Mut zusammen und fasste das Objekt an. Es fühlte sich hart und glatt an. Das in Kombination mit dem Aussehen des Objekts ließ ihn an ein glattes, schwarzes Opakglas denken. Dann strich er seine Hand über die seltsamen Symbole, die sich ganz anders anfühlten. Er beschrieb es wie folgt. Die Außenhaut des Objekts fühlte sich glatt an, fast so, als würde man mit der Hand über Glas streichen. Es gab keine Nahtstellen oder Unebenheiten, bis ich mit den Fingern über die Symbole strich. Die Symbole waren nicht wie der Rest des Objekts. Sie waren grob, als würde ich mit den Fingern über Sandpapier streichen. Als Penniston die Symbole berührte, flammte plötzlich das weiße Licht oben auf dem Fluggerät auf und wurde so intensiv, dass Penniston stark geblendet wurde und Angst bekam. Deshalb nahm er seine Hand von dem Objekt und als er dies tat, da wurde das weiße Licht wieder schwächer und das Gefühl der Panik verschwand. Doch Penniston war vollkommen verblüfft, als das Fluggerät einige Zeit später langsam vom Boden abhob. Wieder schien sich alles in Zeitlupe zu bewegen. Das Fluggerät schien 2 oder 3 Minuten zu brauchen, um sich über die Bäume rund um der kleinen Lichtung zu erheben. Die ganze Zeit über gab es kein einziges Geräusch von sich, selbst als das Objekt vom Boden abhob. Da die Lichtung relativ klein war und die Bäume ringsum ziemlich dicht waren, schien es manchmal so, als müsste sich das Objekt durch die Bäume manövrieren. Schließlich, als es die Bäume hinter sich gelassen hatte, beschleunigte es und schoss mit unglaublicher Geschwindigkeit davon. Penniston, der trotz allem analytisch und professionell blieb, schrieb diese Beobachtung folgendermaßen sofort in sein Polizeinotizbuch. Geschwindigkeit unmöglich. Burroughs dagegen hatte nur wenige direkte Erinnerungen an das, was nach der lautlosen Lichtexplosion geschah. Nachdem er sich auf den Boden geworfen hatte, erinnerte er sich, ein rotes, ovales, sonnenähnliches Objekt auf der Lichtung gesehen zu haben, erinnert sich aber nicht an das Fluggerät. Für ihn schienen vom Aufprall auf den Boden bis zum Abflug des UFOs nur ein paar Sekunden vergangen zu sein, während für Penniston die Untersuchung des Fluggeräts viele Minuten dauerte. Noch heute ist das für Penniston beunruhigend. Er erklärt den Ablauf wie folgt. Ich betrat diese Art Blase, das Gebiet unmittelbar um das Fluggerät herum, zuerst. John war etwa 3 Meter rechts von mir und ein paar Meter weiter hinten. Die Stille war damals das Auffälligste von allem. Die Gegend oder das Feld schien vollkommen tot zu sein. Auch die Luft gab keinen Ton von sich, kein Rauschen des Windes oder etwas Ähnliches, keine fernen Geräusche, keine Tiere, nichts. Einfach Totenstille. Eine starke elektrostatische Aufladung der Kleidung, der Haare und der Haut schien mich in Richtung des Lichtes zu ziehen. Dann löste es sich auf und ich war allein. John dagegen hat keine Erinnerung an all das. Er stand still und regungslos da. Ich habe ihn natürlich angeschrien, aber es gab keine Reaktion. Er hat sich nicht bewegt. Er konnte mich natürlich nicht hören. Ich drehte mich um und konzentrierte mich wieder auf das Fluggerät und die Frage nach der Sicherheit für die Stützpunkte. Es war immer so, dass John keine Erinnerung an all das hatte. Aber als wir weniger als 72 Stunden nach dieser Nacht in Colonel Halls Büro befragt wurden und Erklärungen niedergeschrieben haben, da hat John in seiner handgeschriebenen Erklärung eine Zeichnung des Fluggeräts abgebildet, die mit meiner Erinnerung übereinstimmt. Das wundert mich bis heute. Was war mit Johns Gedächtnis los?
Warum konnte er das Ganze innerhalb von 72 Stunden reproduzieren, aber heute hat er keine Erinnerungen mehr daran? Das gibt einem definitiv zu denken. Ja, das gibt einem wirklich zu denken, besonders in Kombination mit einem kryptischen Kommentar, den Burroughs machte, als man ihm Druck machte, um zu erfahren, wo er war, als Peniston das Fluggerät untersuchte und warum ihre Erinnerungen zu diesem Vorfall so unterschiedlich sind. Burroughs sagte Folgendes: Die einzige Möglichkeit ist, dass ich im Licht war, als er seine Untersuchung durchführte. Peniston und Burroughs, die immer noch in einem erheblichen Schockzustand waren, versuchten, das UFO erneut zu lokalisieren und hatten dabei eine Reihe weiterer Sichtungen von seltsamen Lichtern am Horizont. Nach einiger Zeit stießen sie tatsächlich wieder auf das UFO. Es bewegte sich in der Luft über ihnen. Einmal kam das Objekt so nah, dass sie dachten, es würde wieder landen. Doch das tat es nicht und flog schließlich endgültig weg, nach Osten über die Küste. Immer noch verwirrt und desorientiert, entschieden sich die beiden schließlich, den Wald wieder zu verlassen. Dabei kamen sie noch einmal an der kleinen Lichtung vorbei, bei der sie dem gelandeten UFO begegnet waren. Sie versuchten immer noch zu verarbeiten, was ihnen da widerfahren war, und sahen sich deshalb nochmal auf der Lichtung um. Sie dachten sich, wenn sie keine Spuren fänden, dann würde sie das vielleicht irgendwie davon überzeugen, dass es eine Art gemeinsame Halluzination oder etwas Ähnliches war. Doch es sollte nicht so sein. Genau in der Mitte der Lichtung, auf dem harten, gefrorenen Boden, waren drei Vertiefungen. Sie waren neu und noch frisch. Etwas sehr Schweres hatte eindeutig dort gestanden, wahrscheinlich mehrere Tonnen schwer, der Härte des Bodens und der Tiefe der Vertiefungen nach zu urteilen. Als sie genauer hinsahen, entdeckten sie, dass, wenn eine imaginäre Linie zwischen den drei Vertiefungen gezogen wird, die entstehende Form ein nahezu perfektes, gleichseitiges Dreieck wäre. Als weitere Bestätigung stellten sie fest, dass zahlreiche Äste von den Bäumen am Rand der Lichtung abgebrochen waren, wo das Objekt von oben eben durchgebrochen war, und auch auf seinem Weg wieder nach draußen brachen einige Äste. Es würde sich absurd anhören, wäre Peniston nicht gerade genau davon Zeuge geworden. Letztendlich verließen sie die Lichtung und trafen sich mit Cabansack, Chandler und 6 weiteren Mitgliedern der Sicherheitskräfte, bevor sie sich auf den Weg zurück nach Bentwaters, der Hauptoperationsbasis, machten. Als sie zurückkamen, stellten sie fest, dass sie viel länger weg waren, als ihnen bewusst war. Dies, gepaart mit der Tatsache, dass man keinen Funkkontakt zu ihnen aufbauen konnte, führte beinahe zu Panik unter den anderen. Tatsächlich war ein Suchtrupp bereits im Begriff gewesen, nach ihnen zu suchen. Peniston versuchte sich einzureden, dass Adrenalin die Zeitabweichung erklären würde, aber ihre Uhren erzählten eine andere Geschichte. Peniston hat Folgendes dazu erklärt: Ich glaube, dass mit dieser Zeitabweichung alles möglich ist. Ich halte es für mehr als wahrscheinlich, dass es in dem betroffenen Bereich um das Fluggerät eine Art Verzerrung gab, was aufgrund der fehlenden Zeit auf unseren Uhren darauf hindeutet, dass sie 45 Minuten nachgingen. Wir waren definitiv körperlich von diesem Phänomen betroffen, einschließlich der Geräte, die wir bei uns trugen. Burroughs bestätigt ebenfalls sowohl die fehlende Zeit als auch die genaue Zahl. Er hat Folgendes dazu gesagt: Tatsache ist, dass unsere Uhren im Rückstand waren und der Schichtleiter sagte, dass wir 45 Minuten lang vermisst wurden. Nach der Operation gab es einige Formalitäten zu erledigen. Waffen mussten zurückgegeben und unterschrieben werden und eine eilige Nachbesprechung wurde durchgeführt, die erste von vielen. Obwohl Peniston und Burroughs es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, hatten Dutzende anderer Militärangehöriger auf den Zwillingsbasen die seltsamen Lichter auch gesehen und von einer Reihe von Aussichtspunkten aus zugesehen, einschließlich des Kontrollturms in Bentwaters. Jeder wollte natürlich wissen, was mit Peniston und Burroughs dort passiert war, aber für sie selbst war das alles nach diesem heftigen Erlebnis zu anstrengend. Sie wollten einfach nur Feierabend machen, schlafen gehen und das alles erst einmal eine Weile hinter sich lassen. Bald darauf durften sie auch tatsächlich Feierabend machen. Aber falls sie dachten, dass ihre Tortur damit vorbei sein würde, dann irrten sie sich leider gewaltig. Es hatte gerade erst begonnen. Ja, das war die erste Folge meiner großen Videoserie zum Randlesham Forest Zwischenfall. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert gern meinen Kanal, dann verpasst ihr die zweite Folge auf jeden Fall nicht. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.